Kuckuck, ihr Lieben. Hey Google, schalte das Licht im Flur an. Die Lampe Flur wird eingeschaltet. Ja, so ist doch schon viel besser. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei The Easy Life. Und heute ist es endlich soweit. Ich möchte euch zeigen, wie wir wohnen. Ganz viel Spaß. Dann fangen wir mal hier in der Küche an. Das ist eher so mein Bereich, leider. Ach, ich hätte ja gerne einen Mann, der kochen kann, ne? Aber Jens kann das irgendwie leider nicht. Deswegen bin ich immer hier und brutzel ihm was, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Na, ihr kennt das ja, Mädels, oder? Ansonsten, ich finde die Küche total schön. Wir haben nicht so wirklich viel Stauraum, wie ihr seht. Packen das dann da unten irgendwie hin. Wir haben da noch so eine kleine Vorratskammer, aber da wollt ihr nicht reingucken. Das ist nicht so interessant. Und sonst ist das hier alles offen, ne? Also wir haben das Wohnzimmer quasi direkt an der Küche dran. Und diese riesen Fensterfront habt ihr mir ja auch schon so oft geschrieben, dass ihr das so schön findet. Also das ist hier quasi tatsächlich mitten im Wald. Dementsprechend ist auch die Aussicht. Hier, das ist unser riesen Esstisch, den holen wir uns, in der Schwangerschaft haben wir uns den dann geholt, weil ich gedacht habe, vorher war hier nur ein Sofa und haben wir nicht so wirklich am Tisch mal gesessen und gegessen. Da habe ich gedacht, so, jetzt ist ein Kind da, jetzt müssen wir auch mal vernünftig hier am Tisch sitzen. Und dann sitzen wir hier mit der kleinen Ella-Maus und dann hat die ihren Hochstuhl und dann bekommt sie hier ihr Essen. Ja. Und im Hintergrund seht ihr auch den Laufstall. Da haben hier auch einige von euch geschrieben, ja, das Kind, das liegt ja immer unter der Treppe, das arme Kind, wie kann man nur, ne? Aber wenn ihr jetzt diesen Raum seht, also so wirklich viele Möglichkeiten, einen Laufstall hinzustellen, gibt es ja auch nicht. Deswegen finde ich das hier ganz nett, das Plätzchen. Und Ella mag das auch. Also ganz davon abgesehen ist sie ja auch nicht 24 Stunden in dem Ding drin, ne? Die ist ja gerade so aktiv, das will die gar nicht. Hier seht ihr meinen tollen, besser gesagt nicht meinen, sondern den Katzenkratzbaum von mir und Lotti. Und alle, die Katzen haben, die wissen, wie hässlich Kratzbäume sein können. Und es ist echt schwierig, da was Schönes zu finden. Und den habe ich irgendwie im Internet mal entdeckt. Hat ein Mann selber gemacht, nur so aus echten Holzstämmen und so. Und da muss ich euch sagen, ich finde den sogar auch dekorativ. Ja? Also haben nicht nur die Katzen was davon, sondern auch die Katzenmama. Und hier ist mein Stillsessel. Gut, also ich still ja gar nicht mehr. Ich konnte ja nur 3 Wochen stillen, das wisst ihr ja. Aber ich habe damals gedacht so, boah, ich brauche unbedingt einen bequemen Stillsessel. Und dann lege ich mich hier immer rein und stille Ella. Und jetzt hat sich Jens den gekrallt und trinkt morgens immer hier seinen Kaffee. Hier oben sind wir jetzt auf unserer kleinen Galerie. Und da haben wir uns damals vom Flohmarkt solche alten Sessel geholt. Ach, ich liebe die. Die sind total schön. Und hier diese Omi-Lampe. Und wenn die kleine Maus dann mal schläft und ein bisschen Zeit hat, dann setze ich mich hier auch mal total gerne hin und gucke mir irgendwie eine Zeitschrift an oder so. Ja, gerade dieser Mix aus Altem und Modern, das gefällt mir total gut. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr das auch vielleicht bei euch zu Hause, so ein paar alte Stücke vom Flohmarkt? Oder wollt ihr das doch eher modern? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das zu Hause macht. Und hier muss ich euch sagen, das ist auch immer schön, wenn man dann aufsteht und dann hier oben ist und so rausguckt. Herrlich. Und jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. Da könnt ihr einen ganz kurzen Blick reinwerfen. Und jetzt gehen wir mal in Ellas Reich. Hier quasi so ein, ja, kleiner Kinderflur, kann man sagen. Eigentlich war das so ein Durchgangszimmer und jetzt ist das Ellas Bereich mit der Kleiderstange und dem Kinderregal. Da sind auch ganz viele Sachen von ihr drin und der Wickelkommode. Gut, auf dem Mammut schaukelt sie noch nicht wirklich, das dauert noch ein bisschen, aber ich fand das so süß damals, deswegen habe ich das besorgt. Ja, aber wickeln, jetzt merken wir langsam, dass das auf der Wickelkommode immer schwieriger wird. Ihr kennt das, glaube ich, auch zu Hause, wenn die Mäuse dann so mobil sind und aktiv und sich andauernd drehen und schon sitzen können und so, dann ist das immer besser, wenn man das irgendwie auf dem Bett oder auf dem Boden macht.
Hier ist unser Ankleidezimmer und gleichzeitig Ellas Schlafzimmer. Mittlerweile hat sie jetzt aber ein anderes Bettchen. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, weil da ist so ein kleines Beistellbettchen, ne? Da passt sie jetzt nicht mehr rein. Aber wir haben das Video ein bisschen früher gedreht, als es jetzt ausgestrahlt wird. Ich hoffe, ich bin verständlich. Ja. Jedenfalls war mir damals, als wir eingezogen sind und noch kein Kind gehabt haben, super wichtig, endlich mal einen riesen Einbauschrank zu haben, ne? Habe ich mir ein Leben lang gewünscht. Und hier wurde der Traum wahr. Und meine ganzen Klamotten haben ein würdiges Zuhause gefunden. Und jetzt hat man so einen Riesenschrank, ne? Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ist trotzdem proppenvoll. Aber gut, genau, hier schläft die kleine Maus. Das klappt ganz gut. Und hier spielen wir auch auf dem Teppich und ölen dann hier rum und so. Und es macht richtig Spaß. Dann fehlt nur noch das Badezimmer. Wir müssen uns ja irgendwann auch mal waschen, ne? Hier ist das gute Stück. Badewanne und Dusche, so, ne? Alles, was man so braucht. Ellachen hat auch eine Badewanne, obwohl wir jetzt auch mittlerweile immer öfter in der großen Badewanne zusammen mit ihr baden. Das macht immer richtig viel Spaß. Ja, das ist unser Zuhause, ihr Lieben. So wohnen wir. Und ich habe es euch ja so lange versprochen. Und heute habe ich es endlich mal wahrgemacht, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann wäre ein Daumen hoch total toll. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche. Mua.